Das sind tragische Nachrichten. Nikki Lynn Acox begann bereits 1996 ihre Schauspielkarriere, erhielt jedoch erst 3 Jahre später ihre erste große Rolle. Sie verkörperte Lily Gallagher in der Serie Providence. Doch das blieb nicht ihr einziger Erfolg. Von 2006 bis 2008 spielte sie an der Seite von Stars wie Jensen Ackles, 44, und Jared Padalecki, 40, in der Serie Supernatural als McMasters mit. Nun mussten jedoch ihre Kollegen, Freunde und Fans Abschied von ihr nehmen. Nikki ist im Alter von 47 Jahren verstorben. Bei der Schauspielerin wurde vor 2 Jahren Leukämie diagnostiziert. Den Kampf gegen den Blutkrebs konnte sie allerdings nicht gewinnen. Am vergangenen Mittwoch erlag die Blondine der Krankheit und verstarb im Alter von 47 Jahren. Das teilte nun ihre Schwägerin auf Facebook mit. Meine wunderschöne, kluge, kämpferische, unglaublich talentierte und liebevolle Schwägerin Nikki ist gestern an der Seite meines Bruders Matt verstorben. Auch der Schöpfer der Serie Supernatural Eric Kripke äußerte sich zu dem tragischen Ereignis auf Twitter. Ich bin erschüttert zu hören, dass die großartige Nikki Acox, unsere erste McMasters, viel zu jung verstorben ist, schrieb der Produzent und merkte an, sie war eine Wonne und lieferte Zeilen wie Honig und Gift. Ich staune, wie sie ein einfaches Wort wie glanzlos legendär gemacht hat.